Hallo Internet! Hier ist wieder Baconzeig für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Five Nights at Freddy's. Ja, das ist jetzt Nacht 2, in die wir uns gleich stürzen. Und ich war ja so ein bisschen ratlos, was das Spielprinzip generell angeht. Aber ich habe jetzt nochmal gegoogelt und nein, dass ich das erste Mal gestorben bin, lag wirklich nur daran, dass ich es verkackt habe. Und ich hoffe, in Nacht 2 läuft das besser, denn ich möchte nicht erschreckt werden. Zumindest nicht zwingend. Also stürzen wir uns in die zweite Nacht. Wenn mein PC denn mitmachen möchte. Hallo? Okay. Die Kamera fällt. Oh! Das Huhn ist jetzt schon weg. Hallo! Well, if you're here, listen, you made the day too. Congrats! I won't talk quite as long this time, since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for a long period of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon! Ich höre die ganze Zeit dieses verfickte Geraschelgeklapper. Und ich weiß einfach nicht, was es ist. Das muss die scheiß Ente sein. Aber ich sehe nicht, wo sie ist. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass sie ganz in meiner Nähe ist. Aber ich sehe sie nicht. Da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als ständig die Kameras zu betrachten. Okay. Hallöchen. Wie sieht's hier aus? Okay. Der Hase ist anscheinend auch schon wieder weg. Wow, er ist hier. Ich habe gerade was gehört. Es könnte sein, dass sie hier auf mich zukommen. Dafür haben wir ja das Licht. Scheiße, Mann, wo sind die? Ich höre schon wieder dieses verdammte Dumm, 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 Dumm.
Kann sein, dass ich jetzt schon absolut tot bin, weil ich sehe sie nicht mehr. Ha! Ja, natürlich. Fuck, Mann. Scheiße. Ach Gott. Und ich sag's gerade noch. Verdammt. Aber ich hab doch extra drauf geachtet, dass die... Komisch, also. Wieder der Algorithmus ist oder so, das habe ich jetzt noch nicht ganz gecheckt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich kann ja nicht die ganze Zeit die Türen einfach zulassen. Es ist ja, dann geht mir irgendwann der Saft aus und dann bin ich erst recht geliefert. Aber gut. Wir schauen erstmal wieder nur hier hin und warten ab, bis sich einer von den Kameraden hier in Bewegung setzt. And he's gone. Okay, diesmal der Hase wieder. Irgendwie eigentlich, weil Freddy war bisher noch gar nicht unterwegs irgendwie. Freddy selbst. Ah. Da kommt der Hase. Das Küken ist noch da, wo es hingehört. Wow, 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 wow. Was war das? Ah! Heißt das jetzt, ich habe ihn abgewehrt? Oder heißt das jetzt, ich bin schon so gut wie tot? Poster von creepigen, weinenden Kindern. Ich sehe den Hasen nicht. Ich glaube, ich bin schon tot. Nein, noch lebe ich. Hallo. Keiner da. Ist da wer oder ist da jetzt keiner? Wow. Ich mach die Tür mal lieber wieder zu. Sicher ist sicher. Ist das jetzt, da ist er? Oder? Ich weiß es nicht, weil da leuchtet ja irgendwie sowas. Heißt das jetzt, er ist da? Und sie lasse ich nicht mehr aktivieren. Das heißt, ich habe wahrscheinlich, ja, ich werde sterben. Glaube ich.
Ja. Und ich bin tot. Ich check nicht. Hä? Ich kapier's nicht. Ich checke nicht, wie ich überleben kann. Das gibt's doch gar nicht, Mensch. Ah. Na gut. Das bedarf einer weiteren Untersuchung von mir. Ich bin jetzt gefrustet. Ganz ehrlich, ich wollte das eigentlich nicht machen, aber ich glaube, ich lese mal im Internet nach, ob ich hier irgendwas Bestimmtes machen muss, oder wie ich mich retten kann, weil ich komme ja so nicht weiter, verdammt. Denn mein Herz macht das, glaube ich, nicht so sehr mit, wenn ich hier die ganze Zeit diese Jumpscares abbekomme. Und deswegen würde ich sagen, ein schlechter Part für ein Let's Play, denn wir sind kein Stück weitergekommen. Ich habe mich nur tierisch erschreckt. Und ja, ich hoffe mal, der nächste Teil wird dann besser, wenn ich eventuell in Erfahrung gebracht habe, was ich hier machen muss. Mensch, jetzt geht mir auch ein bisschen die Pumpe. Also bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö.